Liebe Freunde, liebe Kollegin, heute möchte ich mit euch ein kritisches Thema besprechen. Es gibt immer wieder Situationen, wo eine junge Frau sich gegen ein Kind entscheidet, gegen eine Schwangerschaft entscheidet. Und in unserer verwirrten Gesellschaft wird es meistens zu einem Trauma für die Frau selber, aber auch für später geborene Kinder. Und ich möchte euch zeigen, was aus meiner Sicht da eine Lösung sein könnte. Ich denke zunächst mal, dass für eine Frau ist die Geburt eines Kindes ein unglaublich einschneidendes Ereignis. Und das hat Konsequenzen für ihr ganzes Leben. Und deswegen denke ich, sollte eine Frau das Recht haben, sich auch gegen ein Kind entscheiden zu können. In unserer Gesellschaft, ist es so, dass einer Frau gegenüber das oft verboten wird. Es sind vor allen Dingen die Herren in schwarzen Talaren, die sich das Recht anmaßen, darüber zu urteilen und das als Todsünde zu bezeichnen, als Mord. Das ist völlig unangemessen und führt nur zu schwersten Schuldgefühlen, für die dann die betroffenen Mütter und eventuell auch deren Kinder später ein Leben lang sühnen zu müssen glauben. In meiner Erfahrung zeigte sich, dass es da einen relativ einfachen Lösungsweg gibt. Und zwar geht es ja darum, so ein Kind, das man abgegeben hat, das zu verabschieden, sodass dieses Kind seinen Frieden finden kann und auch die Mutter ihren Frieden finden. Und dieses Verabschieden erfordert, dass man ein Kind zunächst mal begrüßt. Eine Banalität. Aber wenn die Stimmung schon so aufgeladen ist und eine Frau Schuldgefühle bekommt, schon allein bei dem Gedanken, ein Kind abzutreiben, wie kann sich dann vorstellen, dass sie dieses Kind begrüßen kann? Wenn sie sich dazu entschließt, in dem Rahmen einer Aufstellung, sich von diesem Kind zu verabschieden, dann kann sie es tatsächlich auch begrüßen zunächst. Und dazu gehören ein paar Worte, dass man ein Symbol für dieses Kindchen vor sich hinstellt und sagt, ich achte es, dass du in mein Leben kommst. Ich habe mich damals gegen dich entschieden, konnte mich auf dich gar nicht freuen. Ich stehe dazu, dass ich mich gegen dich entschieden habe, aber ich konnte dir damals die Liebe noch nicht zeigen, die ich für dich gehabt hätte. Und dann kann sich dieses Kind an ihr Herz nehmen, symbolisch, kann spüren die Liebe, die sie gehabt hätte für dieses Kind. Oft ist das mit einem großen Schmerz verbunden, denn natürlich war diese Entscheidung, diese Mutter sehr, sehr schmerzhaft. Ganz egal, ob sie selber diese Entscheidung getroffen hat oder ob andere. Bei minderjährigen Müttern ist es, oder auch bei Erwachsenen, bei jungen Frauen ist es oft so, dass dann die Umgebung auf sie einwirkt und sie dann mehr oder weniger dazu zwingt, ist zu dieser Abtreibung. In jedem Fall ist es für eine Frau sehr schmerzhaft. Aber wenn sie zu diesem Schmerz steht, indem sie dem Kind diese Liebe zeigt, die sie für dieses Kind gehabt hätte, dann ist das sehr versöhnlich für sie, aber auch für dieses Kind. Und dann kann sie spüren, dass es ihr viel leichter fällt, dieses Kind loszulassen. Hilfreich ist da die Vorstellung, wenn sie dieses Kind noch festhält, unbewusst durch ihre Schuldgefühle, dann kann auch dieses Kind seinen Frieden gar nicht finden, weil es ja immer noch verbunden ist mit der Mutter und deren Leid, dem Leid auch der Geschwister, die dann nicht selten ja in diese Identifizierung gehen mit dem abgetriebenen Geschwister. Und für die Mutter selber ist es auch verbunden mit dem Leid, wenn es dadurch entsteht, dass sie noch identifiziert ist mit diesem Kindchen, was keinen Platz im Leben finden konnte. Nicht selten leidet eine Mutter, sühnt eine Mutter ihr Leben lang damit, so als hätte sie auch nicht mehr das Recht, glücklich zu sein, einen Platz in diesem Leben zu haben.
Und das wäre sozusagen diese Los-Los-Situation. Und wenn Sie sich entscheiden, das Kind zu entlassen, loszulassen, dann kann das Kind seinen Frieden finden und auch Sie kann ihren Frieden finden. Dann kann sie dem Kind sagen, ich muss dich gar nicht mehr festhalten. Du bist jetzt frei, deinen Frieden da zu finden, wo du schon lange bist. Dann kann sie spüren, wie das für dieses Kindchen entlastend ist. Und manche spüren sogar, dass das Kind jetzt glücklich ist. Und dass es auch der Mutter vielleicht einen Wunsch noch mitgibt zum Abschied. Mama, ich möchte, dass du fröhlich bist und grüß mein Geschwister. Gib ihm einen Kuss von. Das versöhnt die Mutter mit dem Abschied und es entlastet auch ein eventuell vorhandenes Geschwister, was wie gesagt nicht selten unbewusst identifiziert ist. Diesem lebenden Kind könnte die Mutter sagen, da gab es vor dir schon ein anderes Kind, aber es hat keinen Platz in dieser Welt gefunden, keinen Platz in dieser Familie, aber es geht ihm gut. Und es wünscht dir auch, dass es dir gut geht. Wer braucht dein Kind gar nicht zu wissen, dann weiß es, es muss sich darum keine Gedanken machen. Und die Mutter kann ohne schlechtes Gewissen zu ihrem Kind, zum lebenden Kind schauen. Und dadurch kommt dieser Frieden, der bisher gefehlt. Danke für eure Aufmerksamkeit.